24-7. Einer von Kali. Ja, ich glaube auch. Nur Abu Khair redet, okay? Lass einfach rein. Wo ist der? Im Auto. Hinter dem Auto. Wie ist dein Name? Was machst du denn? Wie ist dein Name? Wie heißt du? Thais, pack deine Waffe weg. Wir sind in Frieden gekommen. Wie ist dein Name, Cousin? Sag dem Bitcoin, schöne Grüße von Abu Khair. Danke für den Tee. Hallo? Hallo, jetzt höre ich jemanden. Ach so, hallo. Jetzt hörst du. Wie ist ja, dein... ich habe nichts gehört. Wie ist dein Name, Cousin? Jay. Jay? Ja, wir sind gerade in einem Kampf. Ja, alles gut, alles gut. Ich bin gekommen, ich wollte ein bisschen unterhalten, aber keiner von euch war da. Ich mach die Biege. Ja, wir kämpfen gerade vielleicht so okay, eine halbe Stunde. Okay, alles klar. Jay, und noch ein bisschen Bombay. Das Fahrzeug ganz hinten macht als erstes einen U-Turn. Ich war aus Hass, Bruder, von Aschered, Bruder. Elva da. Das Fahrzeug ganz hinten macht als erstes einen U-Turn. Denkt daran, dass ihr alle... Autos vor uns allein. Ein Hammer. Vier Leute steigen aus. U-Turn. Keiner knallt auf den anderen. Okay. Okay. Aber sag, wenn du bereit bist. Bereit. Man versucht uns in eine Schublade reinzustecken. Ja, weil die Situation, wie sie gerade dargestellt wird, wie sie berichtet wird. Und aus Wut, ja, habe ich hingesetzt und diese Zeilen geschrieben. Gazi 4-7, glaub mir, wir schießen. Salamu alaikum und marhaba legiten. Messer in der Jeans drin. Südafrikanisch, like typisch Arabisch. Ahla Abu Khair, rote Mantel, Ahleb. Wer war das mit dem Schiff? Salamu alaikum. Salamu alaikum, salam. Abu Khair. Ja. Dieser Haji, ne? Ja. Der hier hinkam und um Borschanz gegeiert hat und dann auch noch Geld getroffen hat, ne? Ja. Der hat ja jetzt auch sein eigenes Café. Der hat ja auch jetzt sein eigenes Café, weißt du? Ja. Vielleicht kann man ja einfach aber mal nett was trinken gehen, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, nehmt eure Waffen. Und steigt alle in die Autos. Alle Mann in die Autos. Der Apu! Hier bei uns vor Café. Wohin? Wallah, ich war gerade mal mit Dings gekommen. Mit Abu Nassib. Wir haben Abu Fitna und so gut. Aber du hast auch keine Knarre, du hast auch keine Bang Bang. Oder? So. Wir haben dich gerade abgelassen. Apu, was versuchst du hier? Warum agierst du für die Familie und keiner gibt dir Anweisungen? Keiner gibt dir Befehle? Nee, Abu Nassib, ich hab den aufgehoben, wo der auf dem Boden lag. Da war Sperrzone und da meinte, lass mal Dings fahren. Okay, aber was interessiert dich Abu Nassib? Plusmacher, du ja, führst das Geschäft, der Rest sammelt sich bitte in den Autos. Wir gehen mal jemanden einen kleinen Besuch abstatten. Ja, Jungs, habt ihr gehört? Geht mal alle in die Autos jetzt. Ja, Jungs, ihr seid doch nebeneinander. Warum funkt ihr? Ich küsse eure Herzen. Boris! Scheiße. Habibi. Oh, Boris, wie geht's dir? Alles gut? Cousin Hamdullah, wie geht's dir, Bruder? Alles gut bei dir? Komm direkt mit, Cousin. Check ins Auto. Jalla. Okay, komm mal her, hol deine Waffe ab. Was hast du für ein Auto, Cousin? Bruder, ich brauch keine Waffe, Bruder, ich hab euch! Willst du nicht auch ein bisschen Spaß haben, Cousin? Geredet werden, Löwe. Nein, alles gut. Der Rest bitte, außer Plusmacher, alle in die Autos. Pablo, ich hab keine Funktion für Apu. Nein, sicher? Ich schau schon ab, Bruder, ich schau ab, ich komm nie wieder, Wallah. Apu, du hast geschworen. Okay. Oh. Wolltest du nicht eigentlich Haare schneiden, Cousin? Cousin. Egal, scheiß drauf. Hat irgendeiner hier eine neue Frisur gekriegt von Apu? Keiner hat es mir immer gesagt, noch gleich bis jetzt. Abu Khair, egal, scheiß drauf. Abu. Ja. Nein, ich schau ab. Kommt alle mit. Komm doch da, ich zeig dir Auto, Bruder. Komm her, hier, nimm Auto, hier. Einzelstück, Cousin, Einzelstück. Abu Allah. Wo ist Haji? Haji ist heute nicht da, Henry ist aber da. Henry ist hier? Ja, Henry ist hier. Was kann ich für euch tun, Jungs? Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salamu alaikum. Alaikum salam, Abu Khair. Geht's Abu Henry und sag ihm. Ich kann nicht reden, aber Henry und Haji. Ha? Ja, der kommt. Da vorne ist der Charlie. Schön, oder der was in der? Wenn ich sage, sagt. Der hat Waffe drauf. Salamu alaikum. Abu Khair, wie geht's dir, mein Bruder? Salam alaikum. Assalamu wa rahmatullah wa barakatuh. Oh, mashallah, Abu Khair. Wie geht's dir? Alhamdulillah, wie geht's dir? Alles gut? Dankeschön, mein Bruder, alles gut. Kuschtrim.
Abu Khair, darf ich Salam alaikum. Dir noch jemand kurz vorstellen? Oh, Charlie! Wie geht's dir? Alhamdulillah, Wallah, wie geht's dir, mein Bruder? Alles gut? Gott sei Dank, Bruder. Alhamdulillah, Dankeschön. Sehr hast schön, du den Tag schön. Letztens gut überstanden? Ja, oder hast ja. Du in deine Träume gekommen? Nein, nein, nur alles gut überstanden, alles sehr gut überstanden. Okay, sehr schön. Kuschtrin, ist das Kuschtrin da drüben? Ja, Bruder. Ja. Kuschtrin? Ja, Bra. Irgendein Vogel hat heute auf euch geschossen und meinte, der ist von mir. Sein Name ist Florian. Florian Wirtz, der Fußballer. Keine Ahnung. Aber noch bevor ich mit irgendeinem von euch reden konnte, da gehen wir doch hin. Sind die Leute von Aslak gekommen und haben auf den Arm geschossen. Okay. Ja. Wie von Aslak? Wunderschönen guten Abend, ist Haji Shaki hier. Ja, ist er. Warum? Nein. Haji, einmal bitte zu mir treten, ich bedanke mich. Stell dich hinten an. Ey. Besser jetzt? Nicht provozieren lassen. Nicht provozieren lassen. Dann hört dich nicht. Wie bereuen? Dann hört dich nicht im Funk. Wer wird was bereuen? Er sagt, du wolltest das bereuen. Nochmal, Funk. Ey, du brauchst nicht schreien, rede normal. Nicht provozieren lassen. Wir sind hier. Bleib hier. Ja. Wir wollen Haji mitnehmen, gell? Nein, nein, alles gut. Warte, ich gehe einen Schritt nach links. So, bleib hier, Bruder, bleib hier. Ich hab schlechte Gewissen. Ey, erzähl mal weiter, aber. Ja, Kuschtrim, auf jeden Fall. Okay. Auf jeden Fall ist dann der Edi mit seinen Leuten gekommen. Ja. Hat auf meine Leute geschossen. Versucht zu schießen, dann haben wir alle runtergeholt, wiederbelebt und nach Hause geschickt. Habe ich denen gesagt, ich hab hier keinen Florian in meiner Familie. Okay. Ist das aber so? Geklärt jetzt mit Edin? Ist geklärt, also. Ich habe keine Rückmeldung bekommen, dass wir die neue schießen oder so. Wollte ich das wissen. Ja. Edin gesprochen. Ich hab den Edin das klar gemacht. Alles gut. Nein, das war ein Missverständnis, glaube ich, oder? Ja, das Ding ist, ich hab keinen Florian bei mir in der Familie. Es gibt keinen Florian. Aber dass die direkt kommen und schießen, obwohl die nicht wissen, ob du einen hast oder nicht. Deswegen, ich hab den gefragt, hast du was abgesprochen mit Kuschtrin? Wer war das? Edin, oder? Edin, ja. Alhamdulillah, der ist wach, guck jetzt, was Ryan sagt. Ich bin die ganze Zeit dabei, Bruder. Warum schießt er denn? Hallo, Edin. Der war safe von denen. Ey Jungs, tut mir eingefallen, lasst immer Leute ausreden hier, ja? Redet nicht alle dazwischen. Ey, von der Familie keiner redet. Ihr habt gegen Abu Khair seine Leute geschossen, oder? Warum? Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ach, die haben die ganze Zeit gegen euch geknallt, seit 18.30 Uhr. 18 Uhr bis 22 Uhr oder so. Abu Khair. Wie geht's, Cousin? Wie geht's dir? Ich verstehe. Ja, warum stehen diese Bullen hinter uns, ja? Ja, was machen? Hm. Okay, ich kläre das mal ab. Alter, kaum bin ich an der Bar von Haji, sind hier direkt wieder die Polizisten, Alter. Das ist nicht Bodylove, Alter. Ja, ich bin gerade mit denen, deswegen passt das schon. Okay, tschau. Officer, hier ist ein Ehre, der belästigt uns, Jungs, ja? Ganz kurz, ich habe eine Frage. Kuschtrin, Bruder, ich habe eine Frage. Ja, Bruder. Alles gut, alles gut. Bruder, egal wo Abu Khair auftaucht, sind auch auf einmal PDs da. Aber ist das... Hey, Alter, was soll das bedeuten? Was willst du denn mit sagen? Was willst du damit sagen, Alter? Ja, was habt ihr hier zu suchen? Ich sag dir ehrlich, das Einzige, wo du auftauchst, da sind wir. Ja? Ja? Ja, ja, du sicher, wo bist du? Komm vor meinem Gesicht, wenn du mit mir redest. Ich bin ganz genau hier, mein Großer. Ich geb dir meine Leute. Weil ihr kennt nicht mein Mund. Mach dich ab hier. Oh mein Gott, was passiert hier, Alter? Ey, ich hab... Hey, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Hey, hey. Buruna, Buruna, Kuhin. Bleib ruhig, bleib ruhig. Alle Hände hoch. Schau mal, ganz ruhig. Jungs. Und Jungs, wie geht's euch heute? Alle in die Autos. Alle in die Autos. Alle in die Autos. Hey, wow, was geht ab, Cousin? Aha, wie wir kosten, Alter, Walla. Alle in die Autos. Was geht, Cousin? Alles gut? Alter, was für ein Saft. Bisschen lachgeschehen mit den Jungs. Boah, ich war 4 Wochen oder so ein Schier, Alter. Okay, nimm mal aber Henry kurz. Bring mal zum Medic. Warte, wo ist Kusch? Kusch ist der? Der ist ausgeflippt, der sagt, oh mein Gott, alle in die Autos! Der ist voll ausgeflippt. Boah, der hat den halt von oben vom Dach richtig mies geholt, Alter. Hast du den geholt?
Ja, diesen Chef, das ist der Chef gewesen von dem. Nein, nein, Abu Khair. Ich weiß nicht, wie man fährt. Was tut denn? Abu Khair. Kann man so zum Fahren, Alter? Niklas. Okay. Einer sollte mal hier tragen. Einer, wir haben noch einen Platz, weil wir haben noch einen Platz. Ey, was macht ihr hier? Ja, ihr kommt mit Cops hierher. Ey, fass mich nie wieder an, ich fick dich sonst, Alter. Ey, er hat dich verwechselt, er hat dich verwechselt, alles gut. Euch. Ey, ey, beruhigt euch doch. Einer, wer ist das? Also, ich bin Abu Zaytun bin. Schießt, schießt. Nimm das ganze Kaffee hoch. Nimm das ganze Kaffee hoch. Geht alle raus, nimm das ganze Kaffee hoch. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Warte, warte, ich schieß auf uns jetzt, 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 jetzt! Die sind drin, die sind drin, die sind drin! Ja, okay, Alter. Lack ich wieder raus! Nimm das ganze Kaffee hoch! Komm mal nach! Ey, haben die eine Hintertür? Weiß das einer? Nee, ich hab geguckt. Ey, haben hier die ist eine Garage! Jungs, von hinten, nach hinten nicht! Hab noch einen! Hab noch einen! Ich bin... Habt ihr die geholt? Haben die, die geholt? Ja, wir haben alle geholt, wir haben alle geholt. Alle geholt? Alle geholt. Ja, tamam. Aber die Bullen haben sich jetzt eingemischt. Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen alle unsere Leute einpacken und abhauen. Tamam. Also... So, ey, ich habe Abu Khair weggebracht. Packt unsere Leute ein und haut ab, sofort. Ich meine, ich bin zum Café gekommen, wollte Glückwunsch sagen. Die haben mich eingeladen, also nicht reingeladen. Und Abu Khair hat Niklas geschlagen, soweit ich weiß. Grundlos. Richtig. Geil, da freue ich mich, da freue ich mich. Das ist doch super. Walla, ich habe miese Kopfschmerzen, ich schwöre auf meine Mutter. Läuft ihr auch mitten auf die Straße? Hä? Ey, bitte, hau mich mal kurz, ich hänge. 4-7! Ich kann nicht mich bewegen, du musst mich schon mal mitnehmen. Ey, ich kann nicht den nicht tragen. Doch, du hast ihn. Du musst mich kurz hauen. Aber... Wie? Du hast sie umgebracht. Ey, jetzt ist sie auch tot, Alter. Du hast sie umgebracht, Cousin. Warum bringst du die um? Hat gesagt, hau mich, Bruder, die ist gestorben. Ey, habt ihr die alle geholt? Oder was? Ich bin sie abgeholt. Ey, hat der Pablo mich nicht in der Hand gehabt? Ja, Bruder, ich hab den aus Versehen umgefahren. Hallo, Arbeit. Hallo? Ich glaub, das ist das falsche Auto. Mein Name ist Abu Khair und ich komme immer mit einem lautstarken Salamu alaikum. Was ist mit diesem Auto? Ich glaube, das ist das Falsche für Sie. Das falsche Auto für mich? Ja. Wer hat das oder gesagt? Wolltest du mit Gustavo reden? Seid ihr von Gustavo? Ja. Ich nicht. Der schon. Ach, du bist von Gustavo, hm? Mhm. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Fahr mich mal zu mir ins Café, bitte. Warte kurz, ich muss auf Gustavo warten. Der ist... Gustavo ist hier? Ja, der ist beim Arzt kurz. Jürgen, du geiles Haus! Von Portugal, ne? Hallo Gustavo. Hey, good thing. I guess. Good, wie geht's dir? Habibi, Wallah. Wallah muss gut sein. Wer ist hier? Wer ist hier? Abu Khair. Lag Abu Khair. Geil, wir haben. Wann bist du denn im Auto gewesen, Bruder? Bruder, ich hab die erste bestmögliche Option genommen, ins Café zu gelangen. Dein Kollege war so nett, ja, der fährt mich aber kurz ins Café. Ach Bruder, wie weißt du. Bruder, diese Bullen, ne? Ich schwöre auf meine Mutter, diese Tahareme müssen die f***en. Bitte ruf mich an, wenn hier Bella ist mit Bullen, ja? Ich bin gerade einen Plan am Schmieden. Ich ruf dich an. Okay, Taib. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Ich sag gerade, hau mich, ich kann mich nicht bewegen, ich stirb einfach. Aber warte, warum schlägst du so hart? Wo ist der Rest dieser Leute? Alle im Knast, die legen uns in den Knast. Habt ihr die so, alle... aber ey, wir können die jetzt rausholen, weil Tyson mit denen ist. Tyson ist Leaderschafter. Habt ihr die alle geholt? Was heißt das? Was heißt wir das? Haben die alle geholt. Wir haben die alle geholt. Ich aber Kanon hat mitgeschossen, ne? Wer? Wir haben auch Kanon geholt. Ich hab Kanon. Auch Kanon geholt. Ich hab Kanon auch geholt. Genau. Ja, also, keine Ahnung, ihr habt auf alles geschossen, was da sich bewegt hat. Und da war darunter Kanon. Charlie alle. Hat mitgeschossen. Azrael mit alle von Kanon haben mitgeschossen, die da waren. Wer ist Kanon? Die mit den roten Hosen. Nein. Abu Khair kennt das nicht. Nein, das Kanon gibt's ja nicht mehr. Das ist Charlie und so die ganzen Leute. Ja, deren Leute halt. Die habt ihr auch das geholt? Azrael, ja, die haben wir auch platt gemacht. Alle? Aber die haben zuerst auf uns geschossen, ja. Okay. Kollateralschaden passiert. Aber Charlie ist doch von uns. Wer hat gesagt, Charlie ist von uns? Er ist aber ein Freund von uns. Hat er auf dich geschossen? Ja, wer Freund ist und nicht, entscheidet Abu Khair, Bruder. Wenn er sagt, schießt, dann schießen wir. Hat er auf dich geschossen? Er hat auf uns geschossen. Abu Fitna.
ja. Hat der auf dich geschossen? Auf uns haben die geschossen, ja. Tamam, hat Charlie auf uns geschossen? Die Jungs sagen ja, ich hab das nicht gesehen. Tamam, wenn die Jungs, wenn deine Cousins sagen, Charlie hat auf uns geschossen, Cousin, warum ist das dann noch ein Freund? Ich frage, der ist doch ein Freund, wieso schießt er auf uns? Das war meine Frage. Ach so, ja, ich hoffe, du kannst mir das beantworten, Cousin. Freunde werden auch irgendwann Gegner, Jungs, das müsst ihr auch noch irgendwann mal euch hinter die Ohren schreiben. Naja, also ich finde, ihr habt einen maximalen Job gemacht, Alter. Ich hab dir doch gesagt, Bruder, wir haben in 2 Tagen so aufgestellt, dass du überall deine Stirn hoch ist, Bruder. Holen wir den Rest jetzt zurück oder wie machen wir? Ja, wir können die, wir warten bis die SG sind, dann holen wir die raus. Ich so. Gehe ins Tunnel rein und trage die alle raus. Weißt du, was wir jetzt machen? Ich denke, die Cafés haben mit uns jetzt zu rechnen, Cousin. Die haben ein bisschen zu arbeiten jetzt gerade, ja? Ich komme gerade nicht klar. Das nächste Ziel ist DPD, mein Bruder. Oh ja. Oh, okay. Einfach so, Cousin. Cousine, kannst du einmal kurz deine Ohren zuhalten, bitte? Mhm. Pablo. Ja. Frag nicht wieso, frag nicht weshalb, frag nicht warum. Einfach, weil meine Eier darauf Bock haben. Wir verstecken uns und knallen die. Okay, aber erstmal müssen wir die rausholen, oder nicht? Bang, ich geh die Jungs jetzt erstmal rausholen. Ja, ja komm, wir fahren zusammen. Ich trag euch, okay, ich mag's nicht, wenn man mich trägt. Trag den Cousin, ja Cousine, trag. Trag die Cousin, die Cousine. Trag die Cousin, ja Cousine. Schäm dich nicht, wallah. Ich schäm mich nicht, ich mag's nicht. Wallah, schäm dich nicht, ja Azra, wallah. Die ist wie eine Schwester, ja, was für Schäm. Azra? Ja. Erzähl mir von dir, Cousine. Könnt ihr mich kurz hier rauslassen, weil ich muss ganz dringend schlafen? Ah, okay. Die Cousine ist... ist oder? Notfall. Ist, ich muss weg. Okay, dann machen wir das gut. Pass auf dich auf. Lauf gut. Azra Kanone. Bang, 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 bang. Wer ist dieser Azra, ja? Woher kommt die auf einmal? Wallah, keine Ahnung, Bruder. Das sind alle nur neue Leute. Ich kenne keinen von ihnen. Du brauchst keinen kennen, Cousin. Wichtig ist, dass du weißt, dass sie zur Familie gehören und dir den Rücken decken, Cousin. Cousin, das Problem ist... Mit 6 Mann können wir nichts reißen, Bruder. Wir brauchen Leute. Oder? Gehört Azra jetzt zu uns oder gehört die nicht zu uns? Verstehe ich nicht. Doch. Wo ist der Tunnel? Markier mal Tunnel. Also ist jetzt offiziell eingetragen? Ja. Wo war die denn vorher? Bei Kanon. Wie ist da rausgegangen? Ja, Kanon gibt's nicht mehr. Fahr mal hier links hoch. Also ich würde den Tunnel markieren, aber jemand hat eine Markierung drin, ne? Fahr die Leute vom Apparat. Was soll denn Scheiß? Was? Warum schießt du auf meine Leute? Du warst doch anwesend bei dem Kaffee von Abu Henry. Mit einer hat Tassen abgebrochen. Und deshalb schießt du einfach auf die Leute von mir? Keiner hat auf deine Leute geschossen, Mann. Was redest du da? Buddy Love. Wallah, wir haben dich auf deine Leute geschossen. Wallah. Sag deinen Kollegen, die sollen sich verstecken. Weißt du was? Wo bist du? Sag, nein, nicht wo bist du. Warte, ich komme jetzt und ich zeig dir was dir nicht gefallen hat. Nein. Sag deinen Kollegen, die sollen sich... Ich bin der Esel. Ich sag auch noch Wallah. Ich will auch noch so klären. Weißt du was? Wo bist du? Sag deinen Kollegen, die sollen sich verstecken, Buddy Love. Ist die Polizei? Nein, wir verstecken uns nicht. Wir sind unterwegs, mein Freund. Heute werden Kopfhörer rein. So, was passiert hier gerade? Die holen die gerade raus. Da ist ein Tunnel. Da kann man dann ins SG rein. Und dann kann man da die Leute rausholen. Ist das legitim, Cousin? Ja, legitim. Das ist extra so ein Tunnel. Der ist extra dafür. Deswegen. Kannst da reingehen, wenn du möchtest. Wie ist dein Name? Mein Name ist Marvin. Neu, seit eben. Ah, Marvin. Habibi Marvin. Geht's dir gut? Natürlich. Marvin, ja. Ich brauche einen Namen für dich. Marvin gefällt mir nicht. Okay, gib mir einen Namen. Neffe. Okay, kannst du machen. Du bist der Neffe. Gut. Okay. Ich warte dir vor, falls Pops kommt. Was ist das hier? Die richtige Gruft. Merkt euch eine Sache, Chat. Licht ist immer am Ende vom Tunnel. Abu Khair. Ja. Deine Zeit ist gekommen. Deine Fresse. Wo sind die? Du warst ein Guter. Aber jetzt ist Zeit. Rallat. Ist keiner hier drin von denen? Nein. Wie? Die sind noch nicht inhaftiert. Wir müssen warten, bis die kommen. Scheiße. Da fehlen aber viele von denen, ne? Soll ich das Ganze warten auf die? Du kannst auch abhauen, dann warte ich hol die raus. Ja, okay. Schick mal. Wenn ihr wollt, haut ab, ich hol die raus. Schick mal den Abu Fütter die Adresse vom Anwesen. Alles gut da unten im Tunnel bei euch? Ja, alles gut. Ich bleib hier, die anderen kommen. Nimm dir klar, die anderen zu machen. Ey, der Marvin heißt jetzt Neffe, damit ihr Bescheid wisst. Ey, hat Abu Khair auch auf uns geschossen? Nein, der hat den Bullen abgestochen. Und dann? Und dann haben die Bullen ihn abgeknallt. Ah, okay. Und dann ging das Gemetzel los. Bruder, wir haben gegen die ganze Stadt geschossen gerade. Wir sind gleich Wir sind gar nichts, Bruder. Wir haben alles richtig gemacht. Einmal aufgeräumt. Wo
Bruder, ich bin doch hinter dir, warum funkst du? Fahr zum Anwesend. An alle zum Anwesend. Das Café bitte leer lassen, an alle bitte zum Anwesend. Ich weiß nicht, wo das Anwesen ist. Ich auch nicht. Neffe. Ja. Erzähl mir von dir. Ja, es gibt nichts Großartiges zu erzählen. Ich war damals bei zwei Familien. Ach, bei zwei direkt, ja? Ja, also die erste Familie, da bin ich mit hier hingekommen. In die Stadt. Ja. Hat mir nicht gefallen, drei Tage später war ich raus. Ja. Ey, da ist der Partybus, da ist der Partybus, da sind die alle drinnen. Aber da können wir nichts machen. Ja. Ist das der von den Cops? Naja, ist der von den Cops. Das sind unsere Leute, die schießen, ne? Unsere Leute, die schießen, ne? Fahr mal hinterher. Ich will gucken, wie das ist. Ohne einen Befehl. Halt mal an. Anhalten! Ey, halt mal an! Ram den! Okay, ram den! Der ist von uns! Die sind nicht von uns! Doch, das ist unser Auto! Soll ich den abknallen? Nein, ram den! Oha! Hallo, was mischt ihr euch ein? Ah, okay, Entschuldigung, sorry. Okay. Da von uns welche drinne? Check. Kriegt ihr den raus, den Fahrer? Hallo? Nee. Oh, schusssicher, ne? Da kannst du nicht rein. Schusssicher. Doch, der kann, geht. Wo seid ihr? Geht zu 7168, das ist das Anwesen, 7168. Den ganzen Mal oder wo? Nein, nicht zum Anwesen. Was? Bitte den komplett. Abo. Bleib bei dem Fahrer stehen. Geh zum Fahrer. Lass den Fahrer gehen. Hallo. Das sind unsere Jungs. Ja, Jungs, raus. Ja, ich muss gucken, wo ich aus. Schnell, frag doch. Wäre besser, wenn ihr uns entfesselt, macht dazu, glaube ich. Ja, Edin. Edin, beruhig dich. Komm mal her, komm mal zu mir. Ja. Wer mein Verräter? Komm mal zu mir. Gerade eben bei dieser Kaffeesache hat einer von unseren Reihen vier Leute von uns abgeknallt oder so. Ey, wollen wir nicht versuchen, unsere Jungs aus dem Knast rauszuholen? Was ist das? Ja. Wiederhol dich. Ich hab gesagt, ich glaube, wir haben einen Verräter, ein Sicario bei uns. Du glaubst oder du weißt? Ich bin mir eigentlich sicher. Gerade eben bei dieser Kaffeesache, ich war ja einer der letzten Überlebenden. Ja. Oder einer von uns hat vier Leute von uns weggeknallt. Wer war das? Bruder, ich kenne die Namen noch nicht, aber ich weiß, wie der aussieht. Du weißt, wie der aussieht? Ja. Was hat der angehabt? Das gleiche, was wir alle anhaben. Ja, Bruder, Mütze, Maske. Ich zeig dir den gleich. Okay. Okay, alle sind ausgestiegen. Wir haben einen Bus befreit gerade. Drei Leute. Erstmal gucken. Ey, zum Anwesen. Zum Anwesen. Ja, ich muss gucken, wo das ist. Kevlar, Kevlar. Apokal. Ja, warte, ich fahr jetzt erstmal kurz. Alexander. Ey, sag mal leise, ich will telefonieren. Ah, Bukhal. Ich bin entkommen, ja. Ich plan gerade einen Move, Cousin. PD. Ja, ich muss erstmal meine Leute zusammen trommeln, Cousin. Ich trommel die alle zusammen, ich ruf dich an. Ich schicke dir Standort von Anwesen. Ja, Bukhal. Bruder, der Bodylove hat mich angerufen, der hat nach dir gefragt. Ich weiß. Ich hab ihm gesagt, dass du was gegen die PD planst und dass ich gleich einen Standort kriege, was ich ihm schicke. Trommel alle deine Jungs und sag mir, welchen Standort ich dir geben soll und wie ficken wir. Oh mein Gott. Tamam, okay. So, einer geht Seile holen, Bruder. Einer, der Rest kommt zum Anwesen. Broker? Ja, Bruder. Was hast du mit Abukhal zu tun? Bruder, nix, ich bin nur abgehauen mit denen. Wie kann das sein? Der wurde doch umgeschossen. Nein, wir wurden doch alle hochgemacht. Die Bullen haben uns alle gehabt. Hä, warst du nicht da? Ich dachte, du bist auch da irgendwo. Nein. Hey, wir haben den mitgenommen. Ich erzähl dich später, lustige Geschichte. Aber auf jeden Fall, Bruder, hast du mich geknallt, Cousin? Was suchst du da? Warum machst du da? Machst du den laufenden Hasen oder was? Also ich würde Bullen abknallen. Damit keiner mich erschießt einfach. Ja. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ja. Aber okay? Ja. Geil, komm mal ganz schnell einmal hinter den Stein, Bruder. Ganz schnell. Bitte. Ey Jungs, ich hab neuen Trick, wie ihr mit, wenn ihr von vorne gebunden seid, laufen könnt. Ich erkläre euch alles später. Nein. Ah. Aber okay. Ja. Hast du gerade eine Knarre bei dir? Ja. Okay. Ich weiß Bescheid. Ich fessel den erstmal, ich zieh den kurz alles ab und dann kannst du den abknallen, okay? Tamam. Lack Tyson! Tyson! Halt dein Maul, mein Bruder. Jungs, macht alle einmal, stellt euch mal hier alle auf, Jungs. Broker, du bleibst da stehen, wo du bist. Broker, stell dich vor dem Stein und red nicht. Nein, Bruder, wir haben selber keine Autos. Guckt, dass ihr hier hinkommt. 7-1-5-6. Gut drin. Ey, wo seid ihr?
Ich hab grad kurz was zu tun, Cousin. Ich ruf dich sofort zurück, ja? Okay, ciao. Ciao. Ratatouille. Und was? Ja. Komm mal zu mir, Cousin. Der Rest tritt beiseite und lässt Luft zum Reden. Red mal ein bisschen lauter, Bruder. Ich hab gesagt, der Rest tritt beiseite. Und mach deinen Halbkreis, mach dir alle einen Halbkreis. Und hört genau zu, was der Osas zu sagen hat. Also, meine Brüder, vorhin, als wir bei diesem Café waren und es zur Schießerei gekommen ist, waren ich und Nathan einer der letzten Überlebenden und wir haben sehr viel beobachten können. Und der Typ hier rechts von mir ist ein kleiner Sicario und hat euch teilweise in den Kopf geschossen. Was? Hinterrücks. Bro, wie redest du? Du bist seit heute mit uns unterwegs. Was lauerst du da? Nathan! Ja. Vorhin hast du mein Herz geküsst, du kleiner Chivato. So, ey, keiner schießt. Keiner schießt. Mach die Waffen runter. Nathan, sag, was du auch beobachtet hast. Was soll ich beobachtet haben? Also, er hat sich links um mich herumgeschossen. Ich guck so hinter mir. Die Jungs fallen. Auf einmal, ich dachte mir so, okay, der hat versucht, da vielleicht irgendwelche anderen zu holen. Auf einmal schießt er die ganze Zeit auf mich. Wie ein NPC, hat nichts getroffen, muss ich sagen. Was auf euch? Irgendwann kam der Schuss so, der mich durch Glück irgendwie getroffen hat. Beweise, und mehr kann ich mich auch nicht erinnern, danach war ich bewusstlos. Broker, ich kenne dich zwar noch nicht lange, aber ich hab direkt gesehen, Mann, dass du ein Mensch bist, dem man nicht vertrauen kann, ja? Ja, wir hören dich. Oder was sagt ihr da? Seid ihr bitte, dass ich euch auf euch schieße, Mann? Seid ihr krank oder was? Also bei aller Liebe, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Broker auf uns... Bruder, das Ding ist, ich hab... Guck mal, ich muss euch was sagen, guck mal. Ihr werdet mich alle verstehen. Ich hab, als wir da waren, als die Schrei angefangen hat, nicht mal was richtig gesehen. Das war kaputt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Okay, aber das heißt, du gibst zu, dass du um dich herum geschossen hast. Ja, weil du hast ich hab sogar auch Bullen. Der Bulle meinte auch, dass ich auf ihn geschossen hab. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Okay. Also du gibst auf jeden Fall zu, dass es sein kann, dass du auf uns geballert hast, ja? Es kann sein, aber doch nicht absichtlich. Wenn ich deine Weste sehe, Bruder, bist du krank oder was? Ich bin's, Bruder, ja? Hallo? Ich weiß nicht, ja, Mann. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Wallah, nie im Leben, Bruder. Ich hab Auto gestoppt. Derjenige, wer ist mit mir gefahren vorhin? Mein Beifahrer, wo wir zu Kaffee gefahren sind, Bruder. Ich hab Auto gestoppt und direkt... losgeschossen also, auf Kaffee. Weißt du, was du mich halt frage, Broker? Ja, mein Bruder. Selbst wenn es so wäre und du uns in den Rücken abknallst, frage ich mich, warum? Niemals, das ist ja das, warum sollte ich das machen? Ich bin Broker, Bruder. Nur weil ich mit Abu Khal abgehauen bin, Bruder, der war im Auto und ich habe diese Trick, der eine von das den Jungs hat mir... Das ist halt auch so eine Sache, ne? Ja, guck mal, einer von den Jungs hat mir einen Trick gezeigt, wie man mit gebundenen Händen vorne laufen kann. Und dann bin ich in Auto... Ich möchte das gar nicht wissen, sag ich dir ehrlich. Dann bin ich in Auto eingestiegen und dann habe ich gemerkt, man kann Auto auch fahren, weißt du? Dann ist der Abu Khal direkt eingestiegen und ich bin gefahren. In dem Moment habe ich nichts gesehen und der Abu Khal hat mir geholfen, damit ich den Weg sehen kann. Ja, komm, und somit hat er mir geholfen, ich ihm, als wir da waren und seine Jungs mich entfesselt haben, habe ich gesagt, Salam Aleikum, ich bin da abgehauen. Wir haben hier auch kein Auto. Hey! Wer war das? Aber auch ich rette dich mal. Wer war das? Ich weiß es nicht. Hören wir jetzt. Die Frage ist halt auch, wie die uns hier gefunden haben. Ey, sind die weg? Ja. Wer war das? Der stabilisiert unsere Leute. Das war Carsten. John Carsten und den Bruder, wie die uns jedes Mal finden, ne? Das ist nicht mehr normal, ja. Carsten? Wieso schießt du jetzt? Der hat auf gepanzerte Auto hatte da auch. Aber einen habe ich geholt, das Auto war nicht so ganz gepanzert. Bruder, das ist scheiße, Bruder, wenn die jedes Mal kommen und wissen, jedes Mal machen die den Film kaputt. Geht nicht, Bruder. Was war das denn jetzt? Stark, Jungs, stark. Hol mal einen Mediziner, Bruder. Wir sind schon unterwegs. Egal, guck mal, wie viele stabil geblieben sind. Stark, Jungs. Ja, mach, Bruder, mach einfach. Broker, du Verräter. Carsten habe ich auf jeden Fall gesehen. Carstens Auto habe ich auch gesehen, aber der wurde nicht auf uns geschossen. Nein, Dingens war das. Das war auch hier, wie heißt der? Mann, wie heißt der Dingens, der Pedila?
Badilov? Vila? Badilov, Badilov. Ja, ja, ich hab den auch gesehen. Der ist einfach jetzt hier, auf ihn geschossen. Ey, der Badilov, Badilov hat diese alte Dings, wie heißt das, Vokuhila-Schnitt? Ja, ja, mit dem gelben Bart. Ja. Bruder, also. Das war Badilov, das war Badilov, das war John Carsten und das war dieser Abu Malik. Bukhaya, soll ich mal Badilov anrufen, fragen, was der Sache war? Nein, nein. Pack doch weg, alle Waffen weg. Das die Bullen? Nein, der Arzt. Ach so, okay, MD. Perfekt, alles gut. Soll ich Badilov nicht anrufen? Nein, keiner ruft an. Erstmal, wir haben erstmal das Problem hier zwischen Broker und Ossas. Brauchen Sie noch irgendwas? Gib mal deine Nummer gegen Kummer. Sobald wir alle hier sind, packst du bitte ein Auto direkt vor das Tor, damit keiner hier reinfahren kann. Okay. Ossas? Ja? Guck mal, mein Bruder. Der Broker ist unter uns seit der ersten Stunde. Und was du sagst, ist sehr schwerwiegend, mein Bruder. Sehr schwerwiegend. Und das trifft mich auch, Wallah, Bruder, ja. Aber du musst halt auch verstehen, ich bin heute erster Tag hier. Ich weiß, ich kenne keine von euch. Versteh ich. Aber bei Broker ist einfach, du musst wissen, der ist ein wilder Kerl. Wenn er die Waffe zieht, der ballert einfach. Hauptsache, er wird nicht getroffen. Das ist sein erstes Ziel. Und das zweite Ziel ist, so viele Leute zu holen wie möglich. Kann sein, dass mal eine Kugel irgendwie ein Crashlieger ist. Guck mal, ich habe eine mit Rüstet Mütze getroffen euch von jetzt uns. Sofort, Osas Broker, das Problem, das besprechen wir später. Okay. Rüstet euch alle auf, macht die Munition voll. Ja? Kann sein, dass wir Besuch bekommen. Ey, zwei von euch bitte vorne am Tor. Voilà, stark. Einer links, einer rechts. Hallo. Danke, mein Bruder. Salam alaikum, woher? Alaikum, salam, wer ist da? Das kommt hier, Edin. Ja, Edin. Wo bist du? Ich bin bei mir zu Hause. Man kommt schon von da. Okay, nur mit dem Heli. Ich komm jetzt da mit Kusch, ja? Ja? Ja, ich zeig dir. Edin, ich hab grad mit Kusch telefoniert. Ich kann grad nicht. Walla, ich kann nicht. Wir sind hier vor dem Bar, der will mit dir reden. Vor dem wo? Vom Bar von euch. Ich bin nicht da, Cousin. Ich hab zu tun. Sag dir. Guck mal, Kusch hat gesagt, ja. Entweder du kommst oder du schluckst Kugel. Wallah, der sagt so einfach so jedes Mal, der schluckt Kugeln. Ja, ich soll dir nur Nachrichten übermitteln. Ich bin dein Angestellter, ja? Warte mal ganz kurz. Du Angestellter. Entweder du kommst oder. Kusch, was ist das für Andeutungen? Entweder ich komme oder ich schluck Kugeln. Wie? Ja? Edin ruft mich an. Kusch hat gesagt, entweder du kommst oder ich schluck Kugeln. Kusch. Ah, warte mal, ich hab dich verwechselt mit Abu. Mit Abu Khal. Ah, okay, danke schön. Missverständnis. Aber das ist schon richtig, Bruder. Irgendwas haben eure Leute auf uns geschossen. Bruder, ich habe gerade deine Leute aus dem Knasttransporter befreit. Wie? Ja, frag doch den Edin, wer den Knasttransporter umgestoßen hat und deine Leute befreit hat, Kusch. Okay, warte, ich klär das mal ab. Jalla. Ey, Pablo. Irgendwas wieder Mist, Bruder. Komm, Schmerz. Jalla. Abu Khal. Abu Khir, mein Bruder. Wie weit bist du? Was hast du gemacht? Wir warten auf dich. Ja, ich höre dich. Wie? Du wartest auf mich? Ich warte auf dich, Bruder, dass du mich Standort schickst, damit ich den locken kann. Wem locken kann? PD, Bruder, wie denn sonst? Nein, wir locken niemanden, Bruder. Wir gehen da rein, volle Montur, Bruder. Dieses Locken, mal locken, Cousin. Ich habe noch ein paar Jungs mit mir. Ich muss einmal kurz besprechen, Abu Khal, aber ich bin anwesend, Cousin. Hast du Messer oder so vielleicht, Bruder? Schick Standort, komm, nein. Ja, tschau. Abu Khal, seine Leute einzeln nach vorne holen. Abu Khal ist der Letzte, der reinkommt. Abu Khal, seine Leute einzeln reinholen, fesseln. Einzeln. Habt ihr das verstanden? Wer ist das denn? Aber Bruder, wie stellst du dir das vor? Cousin, einzeln reinholen. Sag Abu Khal, Bruder, ich muss die einzeln reinholen. Ich hol die einzeln rein. Wenn die drinnen sind, bringst du die hinten um die Dings raus und knallst sie ab. Okay. Ja. Okay, ich bin genau hinter dir. Achte so, aber, dass sie das nicht alleine macht. Ey, die kommen hier gerade, die verteilen sich gerade hier. Die verteilen sich gerade alle hier. Die kommen von der anderen Seite, die kommen hinter dir. Genau hinter dir sind die, Abu Khair. Genau hinter dir sind die. Ey, wer von uns ist auf dem weißen Gebäude nebenan? Ey, die sind wir. Seht ihr die? Marvin. Ey, wie spricht der? Was? Charlie. Was ist denn die Schlage? Wo ist das hier? Charlie, ja, ich hör dich. Wie redest du? Jungs, könnt ihr mal ein bisschen leise sein? Eine Sekunde? Ich höre kein Wort. Charlie? Abu Khair. Ja. Wie geht's dir? Alles klar? Wallah, bis gerade ging's mir noch gut. So kommt ihr in meine Wohnung über Zaun? Ich hab keinen anderen Eingang gefunden, tut mir leid. Ich hab hier zwei Eingänge für dich, Cousin. Ja. Wallah, ich hab keinen anderen Eingang gefunden. Am besten, wenn du einer von seinen Leuten. Juh, wo seid ihr? Ich musste von da oben kommen. Am besten, wenn du hier in dieses Gebüsch Okay, Cousin, du bist hier bei mir. Khair, inshallah. Was kann ich für dich tun?
Ja, wir haben, glaube ich, was zu klären, oder? Was vorhin da an dieser Turbobar abging. Okay, lass mal nach vorne gehen. Abucher. Kostrem. Hier, wer ist der Bruder hier mit dieser Mütze, Brille, der hinter mir ist? Wer? Wer ist du? Nee, ich frag dich, wie du heißt. Broker, was ist los mit dir? Broker, ja. Yeah. Broker. Die ganze Zeit, der kommt die ganze Zeit bei mir, ich steck meinen Arsch da rein, ich steck deinen Kopf in den Abucher. Nein, du hast angefangen mit der Scheiße. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Kostrem, komm, Bruder, komm. Bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Komm, Bruder. Sag mir da rein, komm eins gegen eins. Komm, Bruder. Nur Helm. Ich geh im Bolzplatz mit dir rein, kein Problem, weiter. Ohne treten. Wieder 600 Haare verloren in 2 Minuten. Kostrem. Also. Erstmal, ich habe eine Frage. Warum eure Leute verteilen sich hier auf mein Anwesen, Cousin? Ihr seid doch zusammen gekommen, bleibt doch zusammen, Charlie. Ey, kommen alle zum Pool, keiner soll dich verteilen, kommen alle hin. Die Jungs, ein bisschen vorsichtig, Abucher. Gerade eben haben deine Leute auf meine geschossen. Nein. Was ich beobachtet habe, ist ein ganz anderer Film, Charlie. Was ich beobachtet habe, ist... Dann erzähl mal, ich bin gespannt. Dass ein Abuchal plötzlich einfach auf einen Bullen sticht, die Bullen das Feuer eröffnen, Abu Henry einen meiner Leute schlägt, auf einmal Leute schießt und dann hieß es noch Bang, 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 Charlie. Und so, du hast einen Punkt vergessen. Du hast einen Punkt vergessen, Herr Bucher. Was habe ich vergessen? Die Sache ist, einer oder mehrere von euren Leuten haben auf unsere Leute geschossen. Und da hieß es, von unseren Leuten hieß es, ey, hört auf, wir schießen doch mit euch gegen PD. Und dann hat er gesagt, nein, euch f***en wir auch gerade die ganze Zeit. Und ich war daneben und ich bin aber weggelaufen, weil ich nicht geknallt werden wollte. Tamam. Und jetzt so... vor dir stehen wie ein Mann und das sagen das und das zugeben. Okay. Aber Kusch, du weißt doch, wie das ist, Bruder. Es werden ja keine Lorbeeren verteilt. Wer redet da gerade? Pablo. Pablo, hat dich irgendeiner meine Meinung gefragt? Okay. Hat irgendeiner gesagt, du sollst reden? Okay, sorry. Hat Charlie gesagt, rede, Pablo? Hat Kusch gesagt, rede, Pablo? Alles wegen Abuchal. Und diese Leute von, da war sowieso komplette Chaos. Aber diese Leute von Turbo haben auch auf euch geschossen. Und ich glaube, dass eure Leute dachten, das Turbobar zu uns gehört. Okay, pass auf. Kostrem, es wurde geschossen, ja? Charlie, es wurde geschossen, hast du auch mitgekriegt, ja? Ja, natürlich, Schlag. Tamam. Ruft Edin... Leute haben mein Blut vergossen. Okay, ruft Edin an und fragt ihn, wer den gerade vom Knasttransporter befreit hat. Wessens Männer das... Wer ist doch Edin? Hä? Wer ist doch Edin? Wo ist Edin? Hier. Wen hast du befreit? Edin! Ich hab deine Leute befreit, hä? Du hast meine Leute befreit? Ja. Okay, aber Fitner, komm mal zu mir. Wer hat den Bus umgestoßen? Ich? Du hast den Bus umgestoßen? Ja, du warst mit weißem Auto da, aber ich war mit dem grauen Auto dort. Ich komme. Wer hat den Bus umgestoßen? Ich? Tamam, okay. Edin, der mit den weißen Haaren. Tamam. Nein. Der weiß, wer ich bin. Nein. Warte. Abu Fitner. Ja, Bruder. Gerade Knasttransporter. Ja. Wer hat den umgestoßen? Wir und mit noch andere. Wallahib, du lügst. Was? Wer hat den Bus gegen den Berg gerammt, sodass er umfällt? Achso, wir. Kostrem, kann ich? Ja, rede. Jamal, bist du da? So, weil du rufst jetzt deinen Mann und fragst, dann ruf ich Nein, Mann, mach dein Ding, Edin, alles gut. Alles gut. Wo ist denn aber das Problem jetzt? Ey, Jamal, wurde ich aus Knast diesen Bus befreit oder habe ich Leute befreit? Wir haben Leute befreit. Warte mal, keiner hat gesagt, du wurdest befreit. Ich habe gesagt... Wir haben Leute von euch befreit. Nein, da war keiner von uns. Erstens haben wir die Leute befreit und zweitens war kein einziger von uns da drin. Nein? Tamam. Nein. Wer war denn der weiße Wagen, der den Transporter gerammt hat? Keine Ahnung. Ich habe nur den Bus gerammt, ganze Zeit. Hab den Fahrer umgeschossen und die Leute sind rausgegangen. Habt ihr nicht weiter? Okay, hast du nicht gesagt, misch dich nicht ein, misch euch nicht ein? Und wir sind trotzdem bei euch geblieben und haben euch geholfen? Ja. Tamam. Charlie, wenn ich noch Stress mit euch haben will, warum sollte ich euch helfen? Mein Bruder, ich glaube dir, dass du mit mir keinen Stress haben willst. Du hast doch gar keinen Grund. Eben. Du hast doch gar keinen Grund, mein Bruder. Ich habe dich doch immer respektvoll behandelt, du mich respektvoll. Wir haben uns immer super verstanden. Kostrem, wenn 100 Kugeln auf einmal fliegen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit bei einem Quereinschläger, mein Bruder? Bei euren Krüppeln, die nicht die Waffe bedienen können, ist sehr hoch. Eine Minute noch, Leute. Diese Leute, die du hast. Ja. Jamal, wirklich. 1 gegen 10, gegen mich. Keine Chance. Ich glaube, die Krüppel, die ich habe, haben komplett das Café von Abu Hendi gerade zerstört. Das willst du sagen? Ich glaube nicht. Ich mach dich weg, was?
1 gegen 1, ich mach dich weg, Faust. Wenn du Kuschel im 1 gegen 1 wegmachst, ich geb dir 50.000 jetzt auf die Hand. Du hast eh die größte Fresse. Ja, komm, Faust, komm, warum nicht einmal probieren? Was? Hey, was ist los hier? Wieso haust du Gemmo, oder? Warte. Geh mal beiseite, geh mal beiseite. Warte. Ah, der wollte mich, okay. Der nimmt das einfach in Kauf. Warum redest du die ganze Zeit dazwischen? Ja, warum willst du schon alle? Ist das nicht dein, ist das nicht dein Chef, oder? Sind wir hier? Sind wir hier? Warte, wir nennen es aber Land. Ey, du redest die ganze Zeit dazwischen. Ja, okay, wir sind kleine Kinder, uns dürfen die beleidigen, kein Problem. Immer redet dazwischen. Allein, ja. Wer ist das, Abuchir? Eine Kusch, unsere Leute reden nicht, bevor wir den Go geben. Wer ist das, Abuchir? Wer? Ist der von uns auf dem Dach, auf dem kleinen Haus? Das ist Broker. Der ist auf jeden Fall eine broken Nase, auf jeden Fall. Okay. Guck mal, wenn Kuschelim was sagt... Marvin, siehst du den auf dem Dach? Nehme ich von Kuschelim. Direkt vor uns ist, ja. Kuschelim ist ein respektvoller Mann. Ey, guck mal, den kein Problem. Direkt als erstes im Visier, wenn irgendwas ist, ja? Aber... Ja, ja. So, muss ich das auch in Kauf nehmen, dass deine Leute hier meine Leute beleidigen, Kuschelim? Nein, nein, Bruder. Jetzt frage ich mich, hast du deine Leute nicht unter Kontrolle? Guck mal. Nein, niemals. Für deine Augen, ich hab grad Bock auf den Kopf getreten, mein Bruder. Aber Herr, ich sag dir was. Ich respektiere dich sehr. Wenn... sowas eigentlich passiert, rede ich eigentlich nicht mit diesen Leuten. Mit dir habe ich versuche ich immer wieder zu reden. Aber dieser Browser, wie heißt der? Broker. Ja. Der ist noch zurück bei Windows Explorer. Noch sehr weit hinten. Der muss noch viel lernen. Das Problem ist, ich bin hier rübergeklettert. Ich dachte, hier gibt es keinen Eingang, weißt du? Ja. Ich wusste nicht. Das erste, was der macht, der haut auf mich drauf, anstatt mit mir zu reden. Haut auf mich drauf, redet sehr frech mit mir, ich habe noch zugehört erstmal. Wo der fertig war, habe ich gesagt, ey, pass auf, wie du redest, bevor ich dein Arsch... Okay, Kuschelim, nehmen wir mal an, du bist bei dir zu Hause und ich und meine Leute klettern einfach über deinen Zaun. Wie würden deine Leute reagieren? Ich schwöre, Bruder, ich habe das mehrmals Bruder, gesagt. Wir sind noch als Brüder gekommen, wir sind noch nicht als Ding gekommen, wir sind noch zum Reden gekommen. Ich habe mehrmals zu denen gesagt, ich wusste nicht, dass es hier gibt einen Eingang. Ich wusste nicht. Okay. Weil wir sind von der anderen Seite gekommen. Geh andere Seite gucken. Kein Eingang, nirgendwo. Okay, ist nicht schlimm. Alles gut. Wir sind doch zu dir als Bruder gekommen, mein Bruder. Johnny. Ich kann doch zu meinem Bruder nach Hause kommen, über Busch springen, ist doch kein Problem. Oh nein, ich komme zu meinem Bruder. Bei uns, Cousin, die Kultur und die Tradition, die du auch du warst, mein Bruder Charlie, sagt uns, komm erst durch die Tür, bevor du durch das Fenster kommst, mein Bruder. Im Großen und Ganzen hat man geschossen, vielleicht gab es hier und da einen Quereinschläger, kann passieren. Aber trotzdem habe ich eure Jungs gerade unterstützt, den Transporter umzustoßen und auch eure Leute zu befreien, mein Bruder. Und wenn du jetzt hören willst, dass ich sage, ich habe mit euch ein Problem, nein. Ich weiß, ich kann mir das sogar hundertprozentig vorstellen, dass du keine Probleme hast. Und weißt du, was das Problem ist? Ja. Deine Leute haben vielleicht ein Problem mit uns. Und die machen viel hinter deinem Rücken. Das ist der Typ, den wir vorhin umgeschossen haben. Ich sehe keinen von hier oben, ja. Der da oben, der uns die ganze Zeit gerammt hat, der ist auch oben auf der Rasse gerannt. Der liegt doch gerade, Bruder. Nein. Kuschelim, den ersten, den ich Krankenhaus gebracht habe. Ich muss einen Kopfschuss geben. Wann denn? Nein, der ist gerade Treppen hochgelaufen. Oder ich bin doch die ganze Zeit hier, woher... Keine Ahnung, was du meinst, Edin, aber... Wir hatten nur Stress mit Sadikun, ne? Edin. Oder was hat die Sadikun damit zu tun? Ey, Jungs, kommt mal alle zu mir. Kommt mal alle zu mir, alle Männer zu mir, alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir, alle zu mir. Der Mann mit dem Sakko und den schönen roten Rollkragenpulli ist Kuschelim. Und der Mann mit der schönen Weste und der Zigarette in der Hand ist Charlie. Das sind Leute, führende Position vom Aslak Café. Sollte ich mitbekommen, dass einer von euch Bella bei den Leuten sucht, kriegt die Person eine Kugel im Kopf. Sofort und ist von der Familie ausgestoßen, ohne Rücksicht auf Verluste. Habt ihr das verstanden? Ja. Habt ihr das verstanden? Ja, Bruder. Charlie, okay, mehr als das? Mehr als das kann raus, kannst du nicht. Musst du nicht. Und das gleiche gilt auch für unsere Jungs. Edin unter anderem, auch die anderen, die heute Beef hatten, dass sie Bescheid wisst. Wir haben kein Problem mit diesen Leuten. Diese Leute sind unsere Freunde. Und wir haben andere Feinde. Kann ich, Charlie? Ja, du kannst, Edin. Wir hatten gar kein Problem mit denen. Wir saßen am Bar. Ich bin aufgewacht. Wie komme ich zu Café? Unsere Jungs sagen, die von Herweb, wie die heißen, schießen die ganze Zeit auf uns. Ich sowieso. Das so weiß ich nicht. Tamam, ist dann ist ich und Emilio haben gesucht, haben die gefunden und die waren das auch. Tamam, ist doch beendet.
Ist doch beendet jetzt. Aber ganz kurz, ganz kurz. Ja. Für, auch für mein Verständnis. Immer wenn ich wach werde, höre ich, krieg mit den. Wir machen her, nächsten Tag, ich werde wieder wach, wieder habe ich gehört. Krieg mit den. Ist das bei dir auch so, Abucher? Bruder, ich habe das Gefühl, bei mir vor dem Wettbüro habe ich hier die Straße Wild Wild West aufgemacht. Jeder, der kacken will, kommt bei mir schießen, ja Salame. Ich habe jeden Tag mit irgendwelchen Ratten zu kämpfen, die meinen, der Patron der Stadt zu werden zu können. Wo sind die Ratten? Aber nehme ich die ernst? Nein. Ey, warum redest du denn dazwischen, Bruder Emilio? Wer hat... Nehme ich diese Ratten ernst? Nein. Du bist eine ernstzunehmende Person. Abuchal, der hinter mir die ganze Zeit mit dem Messer fummelt, ist eine ernstzunehmende Person. Und Charlie, der genüsslich die Zigarette raucht, ist eine ernstzunehmende Person. Aber auf die ganzen kleinen Nachwuchspenisse, Hascha, jeden, der hier um mich herum steht, da lege ich keinen Wert drauf. Warte mal. Ey, Kusch, habe ich das jetzt falsch verstanden, oder? Achso, wie soll ich Schwänze kuscheln, oder wie? Ne? Was sagst du? Was hast du verstanden? Ich habe gesagt, die Nachwuchspenisse. Bist du ein Nachwuchspenis? Die Nachwuchspenisse, die Texas spielen von meinem Café. Guten Nacht, Bro, guten Nacht. Leute, die am Würfelpark chillen. Zivilisten, ohne Familie, ohne Rücken. Diese Leute meine ich. Jungs, der Bruder hat doch gerade eben schon gezeigt, dass er uns respektiert. Ich glaube, das muss er uns nicht schon mal erklären. Ich muss auch ein, zwei Worte hier vielleicht zum Abschluss loswerden. Ja. Guck mal, Bruder. Der Charlie ist mein Cousin. Der Kuschtrim ist mein Cousin. Oh. Du bist auch ein guter Bruder, aber sollte ich jemals wieder das Gefühl haben, dass von deiner Richtung eine Kugel in die Richtung von denen fliegt, dann verbrenne ich dich, dein Café, dein Wettbüro und dein Anwesen alles auf einen Haufen. Hast du mich verstanden, Abuchir? Abuchal, du bist doch gerade gekommen mit einer ganz anderen Mission. Du wolltest doch gerade mit mir gegen die Pedia gehen. Was ist jetzt? Nein. Ich wollte nur deine Adresse herausfinden. Was ist dein Anliegen? Ich wollte nur deine Adresse herausfinden, weil du auf meinen Cousin geschossen hast. Du brauchst nichts herausfinden. Wenn du mich fragst, kriegst du deine Antwort, Habibi. Es hat aber ganz schön lange gedauert. Wer klopft, dem mache ich die Tür auf, Abuchal. Ey, meine Brüder. Ich wollte es nur gesagt haben, Abuchir. Hör mal zu. Du bist okay, auf meinem Boden. Cousin, keiner schießt auf dich, egal wer. Du bist auf meinem Boden. Du bist auf meinem Boden. Also respektier den Boden, auf dem du stehst. Doch, Platz zum Laufen, Mama. Auf diesem Boden. Ey, Abuchal. Abuchal, das ist Eib. Ja oder nein? Sag dein. Ja. Hä, was für ein Mann bist du denn, Alter? Hä? Du Wichser. Ich liege schon wieder, Eddie, bei Schachle, Eddie. Ich liege schon wieder, Eddie, bei Schachle, Eddie. Ich hab gerade gehört zu mir, Wallah. Oh!